Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tomb Raider 3 Remastered. Wir sind in Kalia-Höhen oder so ähnlich. Da liest selber Kalia, ach keine Ahnung. Immer noch auf der Suche nach dem Typi. Und weiß nicht, wir gucken einfach mal. Ich dachte, das letzte Level wurde ziemlich lang, aber war es dann doch nicht gewonnen. Deswegen hänge ich jetzt hier noch ein Stück an der Aufnahme mit dran. Dass wir uns hier so schön verlaufen können. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Einfach instinktiv. Nö. Nö. Ich hasse sowas. Ich kann mir vorstellen, dass genau in die andere Richtung irgendwas noch gewesen wäre. Ist ja meistens so. Bäh. Bäh. Was ist mit der Kamera los? Oder wir sind hier in der Sackgasse. Und die Kamera ist ein bisschen verwirrt, weil wir noch zu nah dran an das nächste Ding sind. Ah, okay. So. Na, dann gucken wir jetzt hier lang. Ein fucking Höhlensystem hier, weißt du? Ich mache mal ein Höhlensystem, wo Leute das drin verlaufen können. Kommt bestimmt gut an. Da ist die Frage, war ich hier unten schon? Lohnt sich das? Ist ein bisschen sehr tief eigentlich, ne? Bisschen sehr tief, um ein Fehler zu sein. Ich. Warte, 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 warte. Das habe ich gesehen, das nehmen wir noch mit. Sehe. Wenn alle Stränge reißen sollten, ich habe noch Cheats. So ist es nicht. Aber ich nutze sie nicht. Aber ich nutze sie wirklich erst, wenn gefühlt nichts mehr geht. Und bei gefühlt nichts mehr gehen heißt es für mich, ich habe noch privat offscreen denn versucht. Und wenn dann da nichts mehr geht, dann geht da auch nichts mehr. So. Aber bis dahin dauert es auch eine Weile, hoffe ich. So, was haben wir da? Gott. Die Kamera ist besser dafür. Da ist nichts. Dann können wir nämlich in die Richtung. Hallo? Irgendeine Schlange, die mich fressen will? Es bietet sich so ein bisschen an hier. Ich habe schon keine Lust mehr auf dieses Level hier. Manchmal sind Sachen, die man erst danach bereut, ne? So, aber hier ist, glaube ich. Ne, ich glaube, die Richtung hier ist nicht richtig. Ich nehme mal lieber die andere. War das jetzt hier die andere Richtung? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, ich glaube. Ich hätte mir einfach schreiben können, Labyrinth. Schaut euch die Höhlen. Labyrinth. Jeder macht Labyrinth. So. Gut, 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 gut. Hier. Das alles nur um diesen komischen Typi zu finden. Wie soll ich denn hier hochkommen? Hätte ich hier irgendwo? Nö. Komme ich jetzt hier nicht hoch? Sehe es nicht mehr. Nope. Und hier jetzt auch nicht. Ist auch keine Kletterwand, nee. Muss ich herausfinden? Nee, hätten wir uns ja hier schon festgehalten. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, BA, Start.
Nicht, nee? Schade. Aber ich gar nicht weiß, ob das hier auch ein Code wäre. Wenn ihr den Code nicht kennt, dann schaltet bitte ab. So. Was? Nee, Moment. Ach Gott, ich weiß nicht, wo ich bin. Wir haben zumindest schon mal den Speicherkristall. Was denn jetzt? Ach du Scheiße. Da hat die Musik sich ein bisschen geirrt, wa? Junge, Junge, Junge. Aber richtig sind wir zumindest. Die eine ist schon wach. Aber ich darf nicht, nie. Na gut. Gucken wir mal runter. Kommt noch ein Stein. Darf ich mich jetzt da nochmal umgucken? Oder blockiert der Stein? Nö, ich darf nochmal gucken gehen, das ist gut. Hallo. Okay, jetzt hatten sie eh schon eine getroffen, jetzt auch ein bisschen egal. Jetzt muss ich eh Midi nehmen. So. Necke. Ich möchte mich umgucken, also. So. Komme ich da noch irgendwo hin? Schade, wäre lustig gewesen. Versuch was wert. Okay, geben tut sie nichts weiter. Dann weiß ich das zumindest. Dann weiß ich das zumindest. Kann jeder machen, wie er möchte. Theoretisch soll es bloß eine Falle sein, die uns weglockt. Und wir haben das Labyrinth von Anfang geschafft damit. Sehr schön. Ja, okay. Wenn der Speicherkristall schon sagt, wir sollen speichern, dann speichern wir doch nochmal, oder? Uiuiui. Warum setzt der uns in Brand? Hä? Hey? Zählt das nicht für mich als Wasser? Na gut. Für mich ist das Wasser, eindeutig. Mich rausfinden. Okay, es ist kein gutes Wasser. Dann sind wir deswegen gestorben. Das muss ich jetzt herausfinden. Ach Mist. Ich wollte doch springen. Was zieht sie denn da drüben immer?
Renne ich leider. Muss ich gucken, ob ich das so hinkriege. Fehlt ja bei ihnen nicht mehr viel. Mal gucken. Komm schon, mach das Wasser wieder zu Wasser. Kann ich mich löschen. Ich probiere das jetzt einfach. Das schaffen wir, komm. Ich möchte doch nicht, dass Sie von dem schwachköpfigen Forscher vorhin auf mich schließen, Miss... Lara. Ich bin Dr. Willard. Ich wollte mich eigentlich selbst mit Tony unterhalten, aber ich muss sagen, Sie haben die Sache recht elegant gelöst. Ich bin beeindruckt. Ich möchte Ihnen gerne eine andere Arbeit anbieten. Was? Soll ich etwa auch mit Ihren anderen Jungs herumtoben? Nein, danke. Zum Glück waren das die einzigen Versuchskaninchen, die wir freilaufen ließen. Nein, ich bräuchte drei weitere Artefakte wie dieses. Der Infada-Stamm besaß nur ein Artefakt dieser Art. Es ist einzigartig. Und welches Interesse hätten Sie daran? Ich zeig's Ihnen. Es stammt nicht aus Indien, sondern von einer Insel nahe der Antarktis. Genauer gesagt, ist es ein Meteorit, der von den Polynesiern, die vor langer Zeit dort siedelten, bearbeitet und benutzt wurde. Sehen Sie das? Das ist einmalig. Ein unbekanntes Material. Und wie ist es hierher gelangt? Von Planeten geformt, von Polynesiern bearbeitet, von Idioten verstreut. Unsere Ausgrabungen und Untersuchungen haben uns das hier beschert. Das Tagebuch eines Matrosen, der an Charles Darwins Expedition auf der Beagle teilnahm. 14. August 1834. Diese Reise ist sterbenslangweilig. Es gibt einfach nichts weiter zu berichten. Von wegen Abenteuer auf hoher See. Einfach nur peinlich ist es. Soll ich etwa über stundenlanges Vögelbeobachten schreiben oder darüber, wie wir für die blasphemischen Ideen von unserem feinen Herrn Darwin Blumen pflücken und pressen? Aber das regt mich jetzt auch nicht mehr auf. Ich will bloß noch was zu futtern. Irgendwas außer dieser ewigen Gemüsebrühe. Heute haben wir fünf einen Pakt beschlossen. Die einzigen Proben, die wir nehmen werden, sind aus Fleisch. Echtem, festem, blutigen Fleisch. Der Schnee wird zu dünn, die Spuren sind weg. Lauft einfach weiter, wir sind ihm schon auf den Fersen. Hier ist was! Seht mal, noch eins! Was mögen die wert sein? Zu spät! Da waren nur vier! Ist keins für dich übrig? Oh ja! Paul? Warum? Am besten ist, keiner sagt Darwin was hiervon, ja? Sonst müssen wir nochmal da rein und das Vieh jagen, um Proben zu kriegen. Also, Paul ist in eine Gletscherspalte gefallen, klar? Okay, Steven. Amen. Steven überlebte als einziger der vier. Nach seiner Rückkehr nach London verkaufte er sein Artefakt aus Aberglauben. Er hatte gesehen, wie seine Kumpels wegen ihrer Artefakte ermordet wurden oder durch sie umkamen. Einer hier in Indien, einer im Südpazifik und einer in Nevada. Dorthin sollen sie für mich fahren. Na dann mal los.
Ja, das ging ja nochmal recht zügig. Schön. Da sind wir da auch mit auch durch. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich drücke mal fortfahren, ihr seid dabei. Ach, gucke. Ich darf jetzt selber aussuchen, wo wir hinwollen. Auch daran kann ich mich nicht erinnern. Das Einzige, es wurde mir geraten, ich soll zuerst Nevada nehmen. Ich weiß nicht warum. Aber diese Quelle, die mir das verraten hat, ist schon seit dem ersten Let's Play dabei. Und von daher, also was heißt im ersten Let's Play, seit dem ersten Tomb Raider Let's Play dabei. Und ich höre mal drauf. Mal gucken. Wie, das ist eine Falle. Nevada, ich komme. Ah, ich liebe Nevada Level, ne? So. Kriegen wir hier gleich am Anfang Besuch? Stimmt das noch so? Darf ich hier mich kurz aufhalten? Ich darf mich hier kurz aufhalten. Heißt für mich, ich mache hier einmal eine Speicheroni. Zack. Wir sind in der Wüste von Nevada. Boah. Auf jeden Fall mal schön warm. Besser als Dschungel. Ein bisschen hell und besser als Dschungel, ne? Gut, dann sage ich aber hiermit vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Denn in Nevada. Bis dahin. Ciao, ciao.